So, mal gucken, was kriegen wir jetzt von der Karre. Aber der Nissan GT-R, der war eigentlich schon ganz cool. Also, vor allem, boah, 334 Spitze. Also sind wir zumindest mal gefahren. Vielleicht geht noch ein bisschen mehr. Öffentlichkeit schützen. Ja, so ein Ford Mustang als Cop-Karre hat irgendwie auch was. So, was haben wir hier jetzt mal? Gucken wir mal irgendwas andere. Das Gesetz mit eiserner Faust. Ach so, da unten steht, wir gewinnen dann den Undercover. Also hier sieht man es ja. Die Öffentlichkeit schützen. Hier bekommen wir den M6 Coupé und hier den Undercover. Zeig Ihnen das Gesetz M6. Mit eiserner Faust. Und hier den Enforcer. Ich hatte die Frage, wie sieht der Enforcer aus und so? Ja, kann ich jetzt gar nicht anschauen. Mach mal das, ja. 10 Slams. Können wir mal kurz reinschauen. So, wo haben wir denn hier... Weil vor allem hier haben wir jetzt ja alle. Jetzt haben wir den Enforcer und den UC auch. So, wo haben wir dann hier den M6? Bentley, Ford Shelby, Ford Shelby. Hier haben wir ihn. So, der sieht normal aus. Ja. Eigentlich sieht er normal am besten aus, der M6. Also machen wir wirklich das Undercover. Das haben wir jetzt ja sogar drin. So, da muss man am Anfang mal leise sein bei dem geilen Sound. So, da drüben haben wir so einen Hot Pursuit. Können wir das machen, da ein paar Slams verteilen. Irgendwo da drüben. Schauen wir da mal hin. So, hallo. Erstmal ein paar Dellen reinmachen. Dass man auch sieht, dass der Fuzzi wieder fährt. So, oh, hier einmal noch umdrehen. Hier sind wir falsch. Verdächtige fahren Rennen entlang Driftwood Heights. Verfolgung läuft. Versucht während des Rennens alle 1044er zu verhaften. So, okay. Muss ich da jetzt irgendwie alle ausschalten oder so? Hat es ja noch nie gemacht hier. So, ah ne, da oben steht eine Verhaftung. Okay, dann müssen wir jetzt schauen, dass wir nur auf einen gehen. Am besten auf den letzten. Und am besten halt schauen immer von der Seite. Oh, Alter, eine Zeit haben wir auch noch. So, hier 7 Kilometer, okay. Achso, wenn ich aber einfahre, dann kriege ich ja schon eine Bronze. Ja, ist ja egal, ich brauche ja keine Bronze oder so, sondern einfach nur die 10 Slams eigentlich. Irgendwie komme ich gerade nicht so richtig ran. So, also der hier EMP oder was? So, die machen sich auch selber ein bisschen fertig. So, ja, komm, der Störsender, der ist ja gerade egal. Also ein EMP hier. Oh, der eine. Oh, der ist. Den lassen wir ein bisschen nach vorne. Boah, der Nummer 2. Alter, der ist angeschlagen. Komm, den mach mal kaputt. Oh ne, der geht gleich von alleine kaputt. Meine Systeme sind gestört. Hallo, wie oft hat der das? Bam! Nummer 1 verhaftet. Und die Hälfte der Slams haben wir schon. Oh, hallo, was soll das gerade? Ah, nein! Jetzt ist mein Boost weg. Oder kann ich halt nicht einsetzen. So, oh, der Nummer 2 hat sich wieder repariert. Ah, Nummer 1 ist jetzt.
Come on, lass dich in die Seite rammen. Oh, dann macht man halt so. Bam. So, der eine hat sich gedreht, oder wie? So, komm, komm, komm. So, was haben wir noch? 1 Kilometer? Oh, Kopfmann, geh doch aus dem Weg! Der fährt auf der falschen Straßenseite, der Idiot. Na super. So, komm, nur ein so ein bescheuerter Slam. Sehr schön. Oh, jo, 2 haben wir gepackt. Jo, ihr 2 Kollegen könnt ihr mal weiterverfolgen. Ich muss mal zurück zum Porsche eine Runde tanken oder so. Keine Ahnung. So, hier einmal schön Cash abgesahnt. Also das können wir alles dann in die Dinger reinsetzen, in die Technologien eigentlich. Weil wir müssen ja keine Autos kaufen. Das ist hier eigentlich auch geil. Der Bürgermeister besuchte heute Officer John McManus, der mit Verletzungen im Krankenhaus von Redview County liegt. Der Sachschaden durch Straßenrennen in Redview County geht in die Tausende, aber nun ist zum ersten Mal eine Grenze überschritten worden. Newtons Gesetze besagen, dass jede Aktion eine gleiche, entgegengesetzte Reaktion erfordert. Und Gewalt muss mit Gewalt erwidert werden. Auf exzessive Gewalt muss angemessen reagiert werden. Die Racer haben gezeigt, dass sie Grenzen überschreiten, um mutwillig die Gesellschaft zu zerstören. Und um diese zu schützen, müssen wir dasselbe tun. Und unserem Feind zeigen, dass er es ist, der in Gefahr ist. Wir finden heraus, was wirklich geschah. So, okay, wir wählen jetzt einfach mal hier kurz was aus. Und wechsel mal in die Racer-Karriere zurück. So, was haben wir hier? Gold bei Rennen, 45.000, trifft 3 Racer, ramme 3 Racer von hinten. Okay, ich denke mal den Porsche den lassen wir mal, weil wir haben eh gerade nicht so viel Kohle. Deshalb starten wir gleich durch. So, wir können auch irgendwo gleich direkt bei einem Rennen starten. So, gib mal Gas, Junge. Wir sind hier in einem Rennen. So, erstmal hier den Turbo einsetzen. Alter Falter. Alter. Oh, shit, Mann. Ey, der Turbo, der ist ein bisschen zu übertrieben irgendwie. Alter, der geht ab, ey. Das geht ja mal gar nicht. Ich dachte, wir können ja auch EMP einsetzen. Müssen wir auch machen. Gehen wir mal hier auf Platz Nummer 1. Wow, Alter. EMP gekontert. Oh, verdammt, Mann. So, wir müssen hier auch noch als Gold beenden. Ja, wir haben hier noch eine Strecke vor uns. So, Alter, hallo. Was geht hier mit... Alter, der boxt mich hier immer rum. Gibt's ja gar nicht. So, jetzt darf ich mal hier in Ruhe fahren. So, hallo? Hat jetzt ausgelöst, oder wie? Dann fahrt er nochmal weiter. Wow! Hoppalade. Ich habe nicht Kontakt zum verdächtigen Code
Na, das war gerade ein bisschen schlecht hier. Vor allem mein Auto ist noch voll kaputt. So, lass mich mal vorbei, ich hab's ehrlich. Na super, hat der EMP noch zugeschlagen. Oh no. Da bin ich noch so schnell weggefahren. So, warte mal, der konnte doch irgendwas kontern. Muss man da reinschauen, wenn wir den Turbo erstmal rausnehmen. So, elektrisches Feld. Eben hier gegen Betäubungsmühlen und EMP-Auffassung schützt. Ach, das ist ja geil, das ist so eine Art Schutzschild. Das machen wir mal rein. Dann haben wir auch so eine Gegenmaßnahme oder halt so eine Abwehr. Sonst ist man immer so, keine Ahnung, wie so ein Hühnchen, so halt ungeschützt. So, okay, und das ist hier wieder ein Unwetter. So, ja, jetzt bräuchte ich ja... So, was haben wir schon? Okay, das RAM und so, das haben wir schon ein bisschen. Wir sollten erstmal hier auf die Map schauen, wo noch ein Rennen stattfindet. Ach, direkt nach vorne. Einfach geradeaus. So, wow, hallo? Alter, was ging bei dem gerade ab? Ganz ruhig, Brauner. Und von vorne kommt der Kopf wieder. So, ich habe meine Kollegen mitgebracht. Das sollten wir noch ein bisschen aufholen, dann kann man mal den EMP reintun. Wow, die Laterne gerade. Die ist ja voll eingeknickt. Ist ja nicht richtig umgeflogen, sondern irgendwie in sich eingeknickt. So, können wir schon mal erfassen? Ja, geht schon. So, jetzt noch ein Treffer, dann hat man den Punkt schon mal erledigt. So, Alter, da überholt er mich wieder. Gibt's ja gar nicht. 1044 hat einen Zuschauer in die Mauer gedrückt. Zuschauer in die Mauer gedrückt? Wo sind Zuschauer? Alter, warum rasen die so? Und irgendwie so schnell. So, oh, hier, Klippe. Da fahre ich immer so ganz eng vorbei. Keine Ahnung warum. So, was macht hier Nummer 2? Wow, wow, wow. So, achso, ich sollte noch von hinten rammen. Wollte schon einen Slam hier ausführen. So, haben wir ihn hier mal eingesetzt. Sieht eigentlich ganz cool aus. Warum ist das voll lang da? So, jetzt ist das EMP auf jemand anders gegangen. Sehr schön. So, Alter, warum bin ich immer auf dem letzten Platz hier unterwegs? Gibt's ja gar nicht. Ah, verdammt. Vor allem jetzt ist mein EMP weg. Oh, ich bin Nummer 1. Einfach mal so. Okay. Auch mal geil. So, aber oh, wir haben noch 4 Kilometer. Schon noch ein Stückchen. Hier voll auf der Autobahn. So, hallo. Hättest du mir gesagt, irgendwie da rüber? Voll Geländewagen. Oh, da ist einer hinter mir. Alter, der rast da an mir vorbei. Und ich habe kein Nitro mehr. Ladet sich gerade nicht auf wegen... Ja, keine Drifts, kein Gegenverkehr, gar nichts. Ist gerade ein bisschen blöd. Ja, was macht der da? So, lass mich einmal vorbei. Ja, vorne ist das Ziel, du Idiot. So, ach, ein Racer noch von hinten. Brauche ich noch.
Den lasse ich mal überholen. So, jetzt macht er hier auch langsam, oder wie? Na, komm her mal. Alter, wie langsam macht der? Alter, die haben ja sogar einen Helm an. Schon mal voll vorbildlich. So, einmal hier, hallo. Ich komm nicht ran. Alter, der schwenkt hier rum. So, einmal geschafft. War da hinten versteckt? Ne, da war glaube ich irgendwie... Hallo? Ist da jetzt irgendwie krätig oder was? Da hinten war glaube ich eine Tanke. So, ja, wir müssen geradeaus. Geben wir mal eine Runde Gas. So, da vorne Kopf. Mal ein bisschen langsamer. Hier nach oben. Weil hier war ich glaube auch noch nie irgendwie. So, irgendwie kenne ich mich ja gerade gar nicht aus. Ganz neu hier. Alter, hier ist auch Verkehr. Okay. Alter, ja, mal rückwärts. So, da vorne irgendwo müsste es ja gleich irgendwo sein. So, einmal hier die Kurve. Und dann haben wir es hier gleich. Hier eine Fortstelle.